Die Fälle der Hauterkrankung Kretze nehmen auch in Kärnten zu. Im Rahmen einer Pressekonferenz wurden heute jene präventiven Maßnahmen beschrieben, die das Land Kärnten unternimmt, um die weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Man setzt dabei vor allem auf die Verbreitung wichtiger Informationen. Zeugnistag für Kärntner Kleinkinderzieherinnen und Kleinkinderzieher. Im Spiegelsaal der Landesregierung wurden 60 Zertifikate für erfolgreich absolvierte Lehrgänge vergeben. Mit der feierlichen Verleihung will das Land die Wichtigkeit der Elementarpädagogen untermauern. In Kärnten werden keine gentechnisch veränderten Organismen auf Feldern ausgebracht. Das soll ein konsequentes jährliches Monitoring von Saatgut und Anbauflächen garantieren, zu dem sich unser Land freiwillig verpflichtet. Das diesjährige positive Ergebnis wurde in der jüngsten Regierungssitzung präsentiert. Im Sportpark Klagenfurt fand diese Woche die Jahresabschlussfeier samt Einkleidung der Kärnten Sport Vertragssportler statt. Ziel des Vereins ist es, heimische Talente auf ihrem Weg zur Spitze zu unterstützen. Derzeit sind 131 Sportlerinnen und Sportler unter Vertrag. In feierlichem Rahmen wurden auch zwei Skilangläufer zu den Youth Olympic Games in die Schweiz verabschiedet.